Okay. Ein Host. Sorry, Arsch. Vorsicht. Hallo. Kann ich nochmal mit dir sprechen? Nein. Ich spreche nur mit ihm hier. You're back? Sorry, I don't have much more to say. I mean, look at me. When you get this old, you're gonna have trouble remembering faces too. Vor allem, wenn die Probleme mit Yakuza anfangen. Hey, you have a sec? I'm looking for info on a Yakuza who went to Sonago 10 on the night of December 3rd. Nobody pays attention to me, so I'm not gonna pay attention to them. Suchen wir uns aus. Dann frage ich den Typen mal. Ist das ein schönes Ding? Ich glaube nicht. Hey, you have a sec? I'm looking for info on a Yakuza who went to Sonago 10 on the night of December 3rd. You seriously expect me to remember something from that long ago? I'm trying to work here. Get lost! So viel dazu. Ich schätze, ich sollte nach Hause gehen. Zwillinge. Eineige Zwillinge, die den Zwillingen nachhelfen. Sorry. Ich stecke bis zum Zahltag. Willst du was? Was war das denn gerade? Ah, ich gucke die ganze Zeit nach solchen Postern. Oder habe ich mich da irgendwie verhört? Erinnerst du dich, Sachiko, als wir als Touristen unterwegs waren? Oder kommt das Ding, immer wenn ich da in der Nähe von, beziehungsweise wenn ich den Punkt auf der Karte sehe, wo ich hin muss. Oh, hier. Ich glaube ja. Ja, es kommt immer dann. Hallo? Ah, jetzt. Und jetzt kannst du dich gehockt, oder was? You're still here? I thought you'd have left hours ago. I was gonna, but I realized all I do at home is pass out. Did go for a drink, though. Oh, now you're having another. You know that bottle's mine. Well, Genda sensei give you any work? Yep, probably thanks to the Dorayaki. He wants me to scrounge up some evidence for a murder trial. You got this from Genda? I thought it was all about civil suits now. Criminals don't pay the bills, right? Well, this one comes straight from Matsugane-san. Turns out Hamura went and got himself arrested. What the hell? For one of those Kyore clan murders. You mean that eye gouging shit? Mm-hmm. I just dropped by the jail to see him. He claims he's innocent, though. Huh. Crazy. Not interested? I can't say I blame you after what Hamura did. Booting you from the family was a low blow. If you want, I'll handle it solo. Look, don't worry about it. I'm the one who fucked up, not him. Either way, we've got the case. Count me in. Good. Erhol dich, Detektivbüro Yagami. Okay, ich sollte mich das ausruhen. Ende der Tageszeit. Detektivbüro Yagami, ändern der Tageszeit. Zeit für eine Pause. Wenn du dich auf dem Sofa ausruhst, kannst du die Tageszeit ändern. Du kannst wählen zwischen Tag, Dämmerung oder Nacht. Am bestimmten Punkt des Spiels kann die Zeit jedoch nicht geändert werden. Im Premium Adventure wird freigeschaltet. Nachdem du den Hauptfall gelöst hast, kannst du die Zeit beliebig ändern. Schlaf auf dem Sofa. Toll. Wir haben keine Wohnung. Ausruhen, jupp.
schlaf auf dem Sofa. Ja, wir stehen jetzt schon wieder. What's up, Shintani? Morning, Sunshine. I'm on Nakamichi Street. Yeah, and? You know Majore? Little cafe, killer coffee. Come here. Another impromptu meeting? Don't whine. I thought you liked keeping busy. Es ist sein muss. Geh zum Café Majore. Was haben wir denn der Wahl? Was ist morgen? Und irgendwie noch weniger los als... Es ist weniger los als in der Nacht. Hallo? Achso, doch jetzt. Oh, leck mich doch am Arsch. Au. Bam. What a waste. Angriffe abwehren. Lernen die Grundlagen der Verteidigung. Ja, es Vorsicht, Angriffe von hinten. Muss ich so vermeiden, Wahnsinn. Ja. Das können wir eigentlich schon. Hallo. Karaokan. Hi. Hi. Ich wäre ein viel größerer, heißerer Hostess als dieses Flittchen gewesen. Schauen wir mal. Vor wie vielen Jahren? Nicht? Okay. Hier? Scheinbar hier. Hey, over here. Take a seat. Right. Anyway, I asked around near Sonago 10. Couldn't get anyone to back up Hamura's alibi, though. All right. Good work. So, what'd you call me out here for? Something came up. Take a look at this. Cops released it to the media. It's the camera footage from a moor. Hamura and Kuma are both in here, clear as day. Damn. Didn't realize the cops had their hands on this. This could be pretty bad. Ready? I'm gonna play it. Kume's the poor bastard getting dragged into the club. Explains why Kumi's buddy there is running for his life. Yep. Got a name, too. Akira Murase. Another Kyori thug. Word is, he hasn't left Kamurocho after getting interrogated by the cops. By the look of things, there must be a Kyori hideout nearby. Crazy how clear it all is. Hamura can't just talk his way out of this. Yep. And there's more. Take a look at this. Ist da so etwas passiert?
Was könnte die Kamera noch aufzeichnet haben? 1 hour later, everyone leaves, except for Hamura and Kume. Even the owner hightails it. Wait, why would they stick around? Who knows? Our pal Hamura never mentioned this part. Now, this happened around 10 p.m., meaning there was another 4 hours before Kume's suspected time of death. The question is, what were the two of them doing all that time? Es besteht also kein Zweifel. Hamura war mit Kume kurz vor dessen Tod allein. Kommt auf, wie man kurz sieht. Was hat Hamura nochmal gesagt, was mit Kume angestellt hat? Hamura said he threw Kume out of the club around midnight. After that, he left the club himself and went to the sauna. Right. But I want to hear how it all went down from a different angle. That's where you come in, Yagami. You gotta talk to the guy in charge of Amor. Back up a second. Huh? You're the lawyer here. I get that. You decide what kind of investigation we need for the trial. But don't tell me how to do my job. Yeah, but aren't you gonna talk to him either way? All the same, I'd appreciate it if you'd stop barking orders at me. Nur um das mal klarzustellen. Geh zum Café Migliore. Dann schauen wir mal. Oh. Kyoe Hamura. Kürzer nach sieht man, wie er alle anderen aus dem Club schmeißt. Wahrscheinlich, um Kumi ungestört zusammenzuschlagen zu können. Gib mir freigelassen. Schätzt, wie könnte dieser Hamuras Unschuld beweisen? Mitarbeiter der Sauna-Gotin. Empfangsmitarbeiter, der in der Mordnacht die Spätschicht hatte. Hat ausgesagt, dass er sich nicht daran erinnert, Hamura zur Mordzeit gesehen zu haben. Außerdem sagte er aus, dass keiner der Kunden an diesem Abend die Sauna-Gotin bis zum nächsten Morgen verlassen hat. Falls Hamura beweisen kann, dass er in dieser Nacht in der Sauna-Gotin war, hätte er ein gültiges Alibi. Akira Murase. Ein Mitglied des Kansai Kyurei-Clans und Kumis Aniki. Okay, was soll das heißt. Murase flüchtete vom Tatort als Kume von der Matsugane-Familie in Amur gezogen wurde. Nach der Tat unterstützte er die polizeilichen Untersuchungen. Besitzer des Club Amur. Die Aufzeichnungen der Sicherheitskamera zeigen, dass der Besitzer des Clubs seinen Laden in der Mordnacht gegen 22 Uhr verlässt. Aus den Bildern kann man schließen, dass Hamura ihn nötigte, wenn dann zu gehen. Es ist bekannt, dass die Matsugane-Familie Schutzgeld vom Besitzer erpresst, aber es lässt sich nicht sagen, ob dieser Fall damit im Zusammenhang steht. Überwachungskameramaterial außerhalb des Club Amur, 21 Uhr. Das Kameramaterial aus der Mordnacht. Es ist 21 Uhr. Man sieht, wie Kume von Hamura und vier anderen Matsugane-Mitgliedern in den Club Amur gedrängt wird. Kumi Saniki Murase verlässt fluchtartig das Gelände. Überwachungskameramaterial außerhalb des Clubs Amur, 22 Uhr. In der Mordnacht verließen um 22 Uhr 4 Mitglieder der Matsugane-Familie, zusammen mit dem Besitzer den Club Amur. Man kann also davon ausgehen, dass Hamura allein mit Kumi dem Opfer zurückblieb. Hamura gibt zwar an, den Club gegen Mitternacht durch den Hintereingang verlassen zu haben, dafür gibt es jedoch keine Beweise. Hallo. Willkommen, mein Herr. Was nehmen wir denn? Earl Grey? Amreiso. Package-Spezialitäten. Vanilla-Eis. Nehmen wir mal Package-Spezialität. Back to it. Das ist ganz gut. Das sieht gut aus. ありがとうございました. Danke. Danke mir mal wieder.
Ich möchte mir das schauen. Nein. Spielzeit. 1 Stunde 55, kommt gut hin. 0 von 50 Freunden. Rufstufe in der Stadt 0 von 50. Freundinnen 0 von 4. Okay, wir sind so schlecht. Entwickelte Drohnenteile. Mist. Alter, okay. Das wird noch interessant. Café Maggiore. Da können wir eigentlich. Ja, wir müssten eigentlich wirklich alles kaufen. Hungriger Mann, durstiger Geselle. Zwinger Café Maggiore. Dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter. Boah, ist irgendwie. Ah, willst du mich verarschen? Boah, lass mich los, Penner! Really, guys? Was war das denn gerade? Ist da einfach rumgefallen. So, da wären wir gleich. Club Amour, da ist die ganze Sache zwischen Amour und Akumi vorgefallen. Anhand des Aufnahmewinkels sollte ich herausfinden können, wo sich die Kamera befindet. Hallo? Hör, du Idiot. Hier war gerade wieder eine Katze. Ulala. Aha. Aha. Warum hat er gerade Aha gesagt? Ne. Ich suche die Katze. What the? Das ist aber die falsche. Ich hätte von dieser Position aus nie diese Aufnahme machen können. Ich muss mir das näher ansehen. Ich höre die Katze doch. Aha. Jetzt irgendwo vibriert. Ja, bist du Muschmusch. Da ist noch eine. Hey. Wir machen jetzt keine Situation. Nie. Achso. Ah, da. Suspicious. Das muss sein. Entschuldigung. Oh, schau mal, eine Katze. Streunende Katze. Das muss sein. Entschuldigung. Ich bin Spielkind, ich weiß. Let's enjoy. Ich weiß, ich gucke in die falsche Richtung. Doch ich möchte, weil ich weiß, es gibt 6er EP, wenn man die verschiedenen Kameras macht. Deswegen. Aber die müsste oben, wo hier oben sein. Hä? Nee, die müsste halt hier hinten sein. Da ist sie. Aha. Gefunden. Das ist die Überwachungskamera, von der die Aufnahmen stammen. Ich sollte besser mit dem Besitzer des Amur sprechen.
dann schauen wir mal. Club Bar, Club VIP Room. Huh? Who are you? You need something? Actually, I was wondering if you have a minute to talk. About? About December 3rd. Dezember. Hallo? Oh, I had that day off, man. If anyone's gonna know, it's our manager. He doesn't come in till nighttime, though. The manager, huh? Is him? Oh, it is. What's his name? Aragaki. Think you could get in touch with him for me? We need to have a chat. I could try. Hold on. I knew this was gonna happen. He never has his phone on during the day. He usually hangs out near here, though. You mean in Kamurocho? Yep, usually. All right. Yep, no more. I'll go take a look around. If you don't mind me asking, how? You're just gonna walk the whole city? No, I have a plan. Someone I can use to help me find him. With the name and photo, it shouldn't be much of a problem. Ah, if you say so, man. Good luck. Thanks for the help. Ach ja, es soll ja noch ein Interview geben. Mura meinte, er wäre durch die Tür weggegangen. Er sieht mir eher so aus wie ein Lustknabe. Entschuldigung, aber echt? Hier soll es wohl gewesen sein. Das ist also der Hof hinter dem Club. Oh, da ist eine Überwachungskamera. Oh Moment, sie ist kaputt. Verdammt. Amura meinte, er hätte in der Morgen nach dem Club zusammen mit Kumi durch diese Tür verlassen. Die Kamera hätte das aufgezeichnet, wenn sie funktionieren würde. Und was den Clubbesitzer angeht, ich weiß schon, wer mir dabei helfen kann. Ich vermute, er ist da, wo er ist. Im Mantel hinter dem Café. Zeigen Aragaki den Besitzer des Club Amur, wer sein Laden in der Mordnacht gegen 22 Uhr verlässt. Schließlich ist Amur nötigte. Es nicht sagen. Okay. Kaputte Überwachungskamera. Eine Kamera, die am Hintereingang des Club Amur angebracht ist. Sie ist kaputt und hat nichts aufgezeichnet. Wenn ich eine Kamera sehe, die so aussieht, würde ich zuallererst sagen, das hat man extra gemacht. Ich hätte aber nicht sofort gesagt, oh, sieht kaputt. Da komme ich durch, oder? Nö. Ich hätte erstmal irgendwie gefragt, ja, was mit der Kamera ist, die kaputt, aber ich hätte nicht sofort gedacht, ja, sieht kaputt. Das muss kaputt sein. So, eben durchzwängen. So. Ich traue mich nicht ins Game Center. Warum nicht? Hört sich cool an. Was ist. Was ist denn? Cool. Kino? Lalala. Entschuldigung, das muss jetzt auch was sein. Cool. Booth. Was ist? Entschuldigung, Internetcafé ist das. Ich hab mich schon verpasst, oder? Ah, da ist er. Somehow I knew I'd find you here. Ah, Yagamishi. You here to join this raid I'm about to get going? Probably not, huh? What can I do for you? Got something I need a guy like you for, Tsukumo. This is Makoto Tsukumo. He's
Well, he's a character. Tsukumo makes a living digging up dirt on the internet. A modern-day informant, if you will. More detective work, I assume? What's the mark this time? A lost cat? Someone go missing? I'm looking for someone. The owner of Club Amour, a man named Aragaki. He's probably somewhere nearby, but I don't have time to scour all of Kamurocho either. You got that right. Searching on foots for cavemen. Here, can I see your phone for a quick second? My phone? Sure. What do we have here? You already have the chatter app, Yagamishi. I do? Oh, I guess it came pre-installed. Well, you're in luck. In my hands, this stupid app becomes a powerful way to find people. Really? How? Hold on. I'm busting into their servers now. And there we go. Here, take a look. Alright. Go ahead, try searching for something. Maybe a name? That would be Aragaki. Okay, and let's limit the time period while we're at it. Say, today. Toll. See? That map will tell you the GPS position of all the relevant chatter posts. Not gonna lie, I had to give myself admin privileges to get that one, though. Wow. 128 hits. We're gonna need to narrow down the search. Not sure what else we can put in, though. This is from... Didn't you say the name of the club, Yagamishi? Some crazy French word? Oh, yeah. It's Club Amour. Great. Let's try Aragaki and Club Amour. Huh. Well, looky there. Narrowed it down to one. So Aragaki wrote this, huh? Nope. Just someone who saw him. That's still a massive hint, though. See, it got posted only 10 minutes ago. Meaning the poster might still be nearby. So, if I were you, I'd get down there and see if you can find out where your man went. I marked the spot on your map, Yagamishi. Hope it comes in handy. Good luck out there. Cool. Appreciate it. Oh, try to get out more, okay? Why on earth would I do that? Vitamin D? So mal. Ja. Scheiß drauf. Hui. Gibt's schon wieder was Neues wegen dem Fall? Ne. Doch, ich bin richtig. Aber sowas ist cool, so ein Tool. Ah. Oh, komm schon. Au. Silberteller. Gut gemacht. Wenn ich nach Hause komme, werden ein paar Aliens verprügelt. Got a second? Sure, I can spare a few of those. What's up? I'm looking for the owner of a club called Amour. Any idea where he is? Actually, yeah. Just saw him. Wasn't in a great mood from the look of it. Must have really lost big time on the pachinko slots. Any idea where he was heading? Toward Taihei Boulevard. Probably getting sushi, if I had to guess. Sushi? Really? Isn't that a little pricey for a guy who just lost a bunch of money? You don't get it. You get sushi after a big loss to cheer yourself up. What's 10 more grand if you've already lost 50 or 100? Winning's what makes you stingy. Feels like it'd be a waste to blow your earnings on something dumb. Huh. I'd never thought about it. Anyway... Thanks a bunch. I'll head over to that sushi joint. Okay. Ja.
So. Jungle Bro. Ich hoffe mal, das sind nicht nur farbige drin. Ich hoffe mal. Was wollte nochmal nach Hause kommen? Überhaupt nicht. Er verlässt dich. Schon vergessen. Ja, ich weiß, ich bin böse. Sarah. Nein, das wollte ich gar nicht. Oh, le- Ouch. Nichts gegen mich. Nichts. Pizzala. See you next time. Das ist eine Statue. Aragaki-san, the owner of Amor. And you are? Yagami from the Yagami Detective Agency. I want to talk about what happened on the night of December 3rd. Oh, yeah? Sorry, not ringing any bells. Come on, you and I both know that's not true. Well, it is. I don't know a damn thing. Why don't I jog your memory then? I've got something to show you. Außerhalb des Clubs. Was würde beweisen, dass dieser Mann hier beteiligt war? Take a look. On the night of the crime, you left Amor with these Matsugane goons, leaving Hamura and Kume, the victim, alone in there. You're knee-deep in this. I guess I can't argue with that logic. Don't worry. I won't ask for anything too out there. Just a bit of your time. I'm working on Hamura's defense, and I'm hoping you're the silver bullet. Oh yeah? Whatever. I'll talk. Okay, geht doch. Huh. You actually tracked him down. Appreciate the help. Now, what went down around 9 p.m. on the night of December 3rd? Well, Captain Hamura brought that Kansai punk Kume in here. It was out of the blue. Caught me off guard. Were there any other customers here at the time? Just a few. They bailed when Hamura came busting in here. Who wouldn't? I ended up sending the girls home, too. Once everybody was gone, the Matsugane guys just laid into Kume for almost an hour. You didn't hear that from me. You're good. Don't worry. Then, right around 10, something kind of weird happened. Hamura kicked everyone out of the club. Even me. And the only ones left inside were Hamura and Kume. Yep. You know why Hamura kicked everyone out? He said Kume reminded him of an old friend. Claimed they needed to have a chat. Alone. At least that's how he worded it. And that didn't seem weird to anyone? Oh, the Matsugane boys had plenty to say about it. And if the boss tells you to leave, you get the heck out. No clue what went down in the club after that. Wegen der Gewalt im Club, wegen der Reaktion der Polizei, wegen der Überwachungsgemeinde. Das ist wichtig. Tell me about the camera out back. Broken one. Oh, that? How long's it been like that? For about a month, some drunk asshole chucked a rock. Cracked it right open. It was just for show, though. Never actually worked in the first place. Not much use to me, then. Reaktion der Polizei ist eigentlich uninteressant, weil das ist eigentlich das Interessante. Did you just sit and watch while the Matsugane tore into Kume? What do you mean? What else could I have done? Called the cops on them, for one.
Not like they're especially good for business. Nor is a dead body in your club. Come on. They'd have killed me if I did that. And frankly, it didn't look like they were hurting him too bad. If anything, they were going easy on him. Meaning what? Like just smacking him around a bit. You know, nothing too serious. Once in a while, they'd hit him a little harder to make him bleed, I guess. The cops came by after the incident, right? A detective, yeah. Guy named Kuroiwa. Apparently with organized crime. What did you tell him? Not a whole lot. Same stuff I told you. Forensics was tearing this place apart. Trying to find bloodstains from Kume. You know, with that luminol stuff. I thought I'd wiped all that up before they got here, but that sure was a waste. Turns out blood's tougher to clean up than I thought. Now they're convinced the murder happened here. Was there that much blood? Before you wiped it up, I mean. No, not really. I told you, they barely even made Kume bleed. Sounds like he didn't die here then. Well, I certainly wouldn't know. Hmm. Well, thanks. This is a huge help. Are we done here? Dürften Sie sich jetzt mal zeigen, Araki, ja? Aus den Bildern. Laut Aragakis Aussage verblieben nur Hamura und Kumi im Club, nachdem er gegangen war. Mind if I pick your brain again? Go right ahead, Yagami-san. Ah, sorry. Well, thank you. Ja, ich bin der wahre. Darf ich? Och Mann, ich hätte jetzt gerne den Ding da in den Kübel umgeschmissen. Ah. Kaito, what's up? Hey man, where are you? Just left a club called Amore, over on Supon Street. Amore? Isn't that one of the Matsugane joints? Yep, Hamura and the victim were apparently alone in here the night of the murder. Anyway, need something? Yep, swing by the office when you're done there. What's up? It's no rush. You'll see when you get here. Later. Uh-oh. Wir sind hier allzu gut an. Da lang. Wollte ich gerade sagen, es ist auch mal wieder dunkel, aber nee, doch nicht. Ah, hier ist ein Laden. Ich schau mal. Ach, er ist schon wieder. Thunfisch Onigiri. Katzenfutter? Keine Katze kann leichter angebranntem und in miese getauchtem Rinderfleisch wieder. Taschentücher. Entschuldigung, ich muss es tun. Ich muss es tun. Zigaretten. Ja, komm. 6000. Sake. Dodekamin. Mit 12 Energie in den Zug an Spuren der Fische wegbläst. Ah, schade. Pizzabrötchen. Mit Bohnen. Mit Thunfisch? Was ist das? Mit frischem Salat? Okay, aber nö. Und Pizzabrötchen. Na komm. Arigato gozaimashita. Freundlich. Ich geh jetzt auch nochmal in. Ich hab gesehen, wie so ein Verrückter mit einer Katze auf der Nakamichi Street gesprochen hat. Nakamichi. Entschuldigung? Nakamichi Street. Hier soll jemand ein Verrückter mit einer Katze gesprochen haben. Mal schauen, kann ich jetzt mit jemandem sprechen? Die sitzen immer noch hier. Okay. Jetzt ist alles leer. Was habe ich gesagt? Nein. Das
Saftladen. Kann man ja gar nichts machen. Wie der Typ im Schlüssel? Nein. Genau, hier war ich ja noch nicht. Ich will mal hier schauen. Ah, genau, da sind wir. Wenn wir rauskommen. Aber hier waren wir noch gar nicht. Gibt es irgendwie was Interessantes? Oh, es wird schon spät. Würde mich interessieren, ob die Zeit wirklich mit dem Spiel läuft. Also so GTA-mäßig. Flup, flup. Wo komme ich denn hier hin? Jetzt wird's interessant. Wie gesagt, ich muss das tun, tut mir leid. Was? Achso, so ein... Ach, ich... Hier bin ich. Hier bin ich. Ah, okay. Yeah. Ah, okay. Gut, dann weiß ich schon mal Bescheid. Man merkt schon, dass sie genau dann diesen Hotshot am Ding da machen, wenn noch eine da ist. Also diesen, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, dieses komische Hotshot. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Ah, das sieht interessant aus. Hallo. Hallo. Was? Hey, du kannst hier nicht einfach so reinspazieren. Oh, mein Fehler. Ich wurde zurechtgewiesen. Um ehrlich zu sein, verstehe ich die Sache mit eurem teuren Kaffee überhaupt nicht. Das liegt daran, dass es dir am Training mangelt. Das ist beides Männer. Entschuldigung. Ich habe von diesem neuen Trend gehört. Dritte Kaffeewelle oder so. Da geht's auch nur um handgebrauten Kaffee, oder? Würden wir nicht auch darunter fallen? Ich habe von diesem neuen Trend gehört. Dritte. Noch was? Warum sind Kaffeebohnen überhaupt so teuer? Blue Mountain kostet etwa 2000 Yen für nur 100 Gramm. Ja, das ist viel zu viel. Meinst du nicht auch? Ich hoffe, diesen neuen Trend auch. Oh, okay. Ah, cool, ich kann die Tür sogar zumachen. Sie lassen mich. Danke. So viel Krawall in der Stadt und die Polizei tut nichts. Ich schau mal hier im Laden nach. Da war ich nämlich auch noch nicht. Hallo. Willkommen, mein Herr. Warum Katzenfutter? Den Geruch diesen frischen Thunfisch fängt jede Katze direkt an zu rütteln. Was? Bis zum letzten Tropfen. Dann Nudeln. Danke. Bitte. Ich muss mir jetzt den anderen Laden auch mal angucken. Tag.
Ah, Kleidung. Willkommen, mein Herr. Ich bin hier, um etwas zu verkaufen. Dieser schön verarbeitete Teller kann einen sehr guten Preis im Pfandleihhaus erzielen. Ich weiß nicht. Ja. Ich möchte mal irgendwas kaufen. Papierteller. Praktisch wertlos. Du kannst ihn in einem Pfandleihhaus verkaufen, wenn du möchtest. Standard-Darts. Ist das ein Bauer? Ein Bauer aus Shugi Interior Serie. Immer noch nach vorne schauen, nie zurück. Lanze, Ritter, Siegerkönig, Kunstblume. Und die, die für Drohnenteile verwendet werden kann. Billiger Draht, Qualitätsdraht, hochwertiges Plastik. Drohnenteile, Drohne. Alter, die Preise. Bitte. Duf. Wir sind echt der letzte Mann hier. Was war das denn gerade? Ne, da komme ich nicht rein. Wie komme ich nochmal hier rein? Das war nicht das so. Ne. Ah, da. Was? Ich traue mich nicht ins Game Center. Dann gehe ich halt nicht ins Game Center. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ist was? Nein. Why is she here? How about you ask her yourself, Romeo? Good to see you, Yagami-kun. Staatsanwältin Mafuyu Fuji. Don't worry, it's not what you think. And before you ask, she's not here to win your heart again. Win my heart again? Hold on a minute. Let's make one thing clear. We never dated. Guess I misspoke. Don't sue. I'm here on business. That should be obvious. Business? The prosecutor's office is pressing murder charges against Kyohei Hamura of the Matsugane family. You're involved, aren't you, Yagami-kun? Word travels fast. Nothing that happens in Genda's office gets away from me. Saori-san just can't keep a secret, huh? Not with me. We go way back. Since you were kids, right? Yep. Back to Hamura, though. They're already pressing charges. They only just arrested him. Apparently the prosecutor's had his eye on Hamura for a while now. He's just been lying in wait for the perfect moment to strike. And this prosecutor is... Your friend, Izumida. Somehow I knew it'd be him. You haven't seen that guy since the whole not guilty verdict, huh, Talk? Yep. He's probably still sore about it. Too bad Shintani's gonna be the one in charge of the case and not me. You're really never becoming a lawyer again, are you? I don't want to talk about it anymore. Genda-sensei asked me the same question. I see.
Does the prosecution have any work for me? I'd be glad to cut you a discount. You know what, Yagami-kun? Hmm? This detective business really doesn't suit you. Danke. Auch schön, dich zu sehen. Couldn't she have just called? Think she went through the trouble for a reason? Maybe you? It's getting dark out. I should walk her back. Ja. Folge Mafuyu. Wo ist sie hin? Die hat wahrscheinlich nur gewartet, bis sie rauskam, oder? Mafuyu. Not so fast. Who are you? Chief Prosecutor? And Yagami-kun, what are you doing? Well, I was planning to walk you home. Really? That's so sweet. Well then, I apologize for my forcefulness. Oberstaatsanwalt Kuniko Morita. Sure. This is Chief Prosecutor Morita. And, you already know Prosecutor Izumida. Long time no see, Yagami-sensei. Courtroom just hasn't been the same without you around. Damn near breaks my heart. Staatsanwalt Keiko Izumita. So you're defending Hamura, huh? Nope, Shintani's handling it. I'm just collecting evidence. Looks like you don't need that walk home, Mafuyu. Later. Oh yeah, I almost forgot. You're not a lawyer anymore. Even after your landmark acquittal. Too bad. I only won because I was up against you. You shut your damn mouth. If it wasn't for your bullshit logic, that murderer would have been behind bars. An innocent girl died because of you. Tell me what was so bullshit about my defense then. Come on, say it. Everything! That's enough, Izumida. It's okay, Izumida-san. Thanks for thinking of me, Yagami-kun. Farewell. Man, has that guy got an aura or what? If I was a chick, I'd be way into that. Not now, Kaito-san. My bad, my bad. So, what do we do about the case? Mafuyu said they're already pressing charges. We should go to Genda's. Let Shintani know what's going on. I want you there too. Got it. See you over there then. What is it now? Look, just, take a breather, huh? Count to 10 or something. Uh-oh. Ach so, ich dachte, es kommt irgendwie was. I'll give you a breather. Ah. Okay. Das ist Tsukumi. Tsukumo? Was? Achso. Ich störe nur und gehe, Yakamishi. Aber ich muss dir um einen Gefallen bitten. Oh Gott, das Bild. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das für ein scheiß Bild? Entschuldigung, aber nein. Selbst als Japan. Ich sag da nicht zu. So können sie sich für neu erkenntlich zeigen. Okay, was soll ich für sie erledigen? Ich will, dass sie eine Modellfigur für mich kaufen, die ich schon länger suche. Sie ist gerade im Ebisu zu haben. Die Auflage war streng limitiert und die Figur ist sonst nirgends zu bekommen. Das könnte meine einzige Chance sein. Genau, ich schaue, was ich tun kann. Ebisu, er muss das Handlauf ausmalen. Das ist ganz in der Nähe. Tsukumo hilft mir regelmäßig. Ich schulde ihm mal sowas. Der arme Kerl geht einfach nicht gerne aus dem Haus. Makoto Tsukumo. Tsukumo. Da war ich ja schon mal.
Ja, komm, warum nicht? Ich kaufe eine Figur für Tsugumo. Oh Gott! Love Star Figur. Eine Figur, die Tsugumo unbedingt haben will. Anscheinend ein Sammlerstück. Oh Gott! Warum? Love Star. Danke. Ich glaube, das ist, was Tsugumo wollte. Woher wusste überhaupt, dass er Pfandleihe sie ihm angeboten hat? Okay, ich gebe sie ihm besser gleich. Ja, warum wusste... Woher wusste er das wohl? Wie hat er uns wohl geholfen mit... Wer hat uns denn vor kurzem geholfen? Also... Wenn man echt so dämlich ist, Entschuldigung, aber ne. Ninth Planet. Cool. Wahrscheinlich auf dem Weg dahin wieder von 50 Leuten angegriffen. Dann schauen wir mal. Okay, so würde ich nie stehen. Rechte Bein vor und linke Bein unten? Okay. Aber andersrum? Ne. Nie im Leben. War er da? Da war er. Hey. Ich hab, was sie wollten. Was? Ich hab, was sie wollten? Das ist doch die richtige Folge, oder? Ja, das ist sie. Vielen Dank. Wie viel bekommen Sie denn da von mir? Auch schon gut. Ich wollte mich auch fürs letzte Mal revanchieren. Schon vergessen? Wirklich? Hey, das ist echt großzügig von Ihnen. Gerne. Aber wäre es nicht schneller gegangen, wenn Sie sie selbst gekauft hätten? Was soll ich sagen? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Außerdem startet gleich diese Vorbestellaktion. Ist also Zeit auf Gefechtsstation zu gehen. Sie haben auch immer einen Grund, am Computer zu hocken, oder? Sie ändern sich einfach nie. Nein, das stimmt eigentlich nicht. Sie haben sich ehrlich gesagt ziemlich verbessert. Und das habe ich Ihnen zu verdanken, Yagamishi. Ich hätte vielleicht für immer jeden unmenschlichen Kontakt gemieden, wenn Sie sich nicht an mich gewandt hätten. Ach ja, wollen wir gerade davon sprechen. Sie bekommen endlich mal aus dem Haus. Sie kommen endlich mal aus dem Haus. Dann setzen Sie sich in einem Internetcafé. Ja, es ist dem günstig und die Verbindung ist gut. Was will man im Leben? Außerdem ist das der perfekte Standort für einen Informanten. Stimmt. Und Sie waren mir immer eine große Hilfe, das steht fest. Wie dem auch sei, ich bin froh, Sie zu haben. Das geht mir mit Ihnen ganz genauso. Oh, Stadtruf 051. Hast du dich mit jemandem angefreundet? Erhältst du gelegentlich Geschenke von dieser Person, wenn du sie besuchst? Bekommst du nichts? Was? Bekommst du nichts? Versuch es später noch einmal. Freunde. Die Kraft der Freundschaft. Einige Leute aus der Stadt tragen ein bestimmtes Symbol, wie du links sehen kannst. Dieses Symbol bedeutet, dass du dich mit ihnen anfreunden kannst. Je mehr Freunde du hast, desto mehr Nebenfell bekommst du. Je nachdem, mit wem du sprichst, triffst du vielleicht einen mächtigen Verbündeten. Freundesleiste. Um dich mit jemandem anzufreunden, musst du die Freundesleiste erfüllen. Die Leiste füllt sich, wenn du der Person hilfst, ihre Probleme zu lösen und dir ihre Sorgen anhörst. Wenn du mit einem Freund sprechen möchtest, der gerade nicht zum Plaudern aufgelegt ist, beschäftige dich so lange mit anderen Dingen. Cool. Oh, Yagamishi, tut mir leid, aber ich habe gerade sehr viel zu tun. Kommen Sie später nochmal vorbei. Allerdings bin ich dann vielleicht immer noch beschäftigt.